Pech gehabt, liebe Union, hättet ihr mal lieber den Bürgern reinen Wein eingeschenkt. Ja, erneut ist eine Woche in Berlin zu Ende. Es war die erste Woche in der ersten Lesung des Haushaltsplans für 2018. Es gab sehr gute Reden der AfD-Politiker. Neben dem Fraktionsvorsitzenden und den Haushältern namentlich genannt möchte ich vielleicht auch Herrn Gerke aus Schleswig-Holstein, Herrn Essendeller, Herrn Curio und Herrn Hilse auch zum Umweltausschuss. Persönlich wird es ins Detail gehen in der zweiten Lesung vor der Sommerpause. Da gibt es mehrere größere Positionen besprechen. Exemplarisch herausnehmen möchte ich aber einen kleinen Punkt. Es geht um 330.000 Euro, was im großen Haushalt ein sehr kleiner Posten ist. Aber dennoch weiß ich, dass 330.000 Euro für die Steuerzahler, die es erwirtschaften müssen, dennoch ein guter Batzen Geld ist. Es geht um Entschädigungszahlungen 32 Jahre nach Tschernobyl, die in Deutschland geleistet werden, entsprechend dem Atomgesetz, was ich hier zur Hand habe. Und es wird nötig sein, hier ins Detail zu gehen und zu fragen, für wen und wofür eigentlich nach 32 Jahren Tschernobyl diese Leistungen noch erbracht werden. Womit wir beim Thema wären. In der letzten Sitzungswoche hatte ich ja zum Jahrestag von Tschernobyl eine Rede gehalten und den Grünen Versäumnisse und Fehler in ihrem Antrag vorgeworfen. Diese haben nun reagiert, haben den gleichen Antrag exklusive der Fehler noch einmal eingebracht. Seht ihr, liebe Grüne, es geht doch. Außerhalb des Bundestages war ich anwesend bei der Gesellschaft zum Studium strukturpolitischer Fragen und dort gab es Vorträge. Dabei hat sich ganz dezidiert gezeigt, die Union ist in die grüne Falle getappt. Die Grünen wollen aufgrund ihrer Politik natürlich die Verbote von Verbrennungsmotor, das Verbot von der Kohleverstromung und im Allgemeinen die Verknappung von Energie für den Bürgern durchsetzen. Die Union weigert sich, diese Konsequenzen dieser falschen Politik den Bürgern und Wählern mitzuteilen. Stattdessen setzt sie auf Forschungsinstitute, die reichlich mit Geld ausgestattet, doch noch die Öko-Wunderwaffe liefern sollten, dass die Lösungen dieser ökopopulistischen Fragen ohne Einschnitte für die Bevölkerung zustande kommen werden. Das wird aber leider nicht passieren, denn Mutter Natur lässt das nicht zu. So viel für diese Woche. Mehr gibt es dann im Juni und im Juli natürlich der zweite Teil der spannenden Haushaltsdiskussion.